So, jetzt nehmen wir wieder auf. Das sage ich dir dann ganz in Ruhe. Okay. Das ist denn toll? Ja, für mich schon, für dich weiß ich nicht. Ach, das, was du im Ticket Light LPT erwähnt hast. Ja, nö. Dort, das hast du doch erwähnt. Ich weiß nicht mal, welche Folge. Ich hab schon was erwähnt, aber das meinte ich eigentlich nicht. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Folge. Da müsst ihr mal einfach gucken. Vielleicht findet ihr das ja. Das ist eine richtig coole Info. Müsst ihr einfach mal Ticket Light gucken, ne? Mhm. Das hast du doch irgendwie da zwischen Folge 100 und 500 irgendwo erwähnt, ne? Ja. Alter, das ist ein übelster Sumpf. Ich bin auch gerade im Sumpf. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Bin von dir 2000 Blöcke entfernt. Ach, du Armer. Hey, weißt du, wo ich bin? Ich habe einen Waypoint bei deinem Maya-Dorf. Ja, da bin ich nicht. Du hast doch nichts Besseres zu tun. Ja, Bücherfritze im zweiten NPC-Dorf. Geht doch. Jetzt habe ich nur keine Behutsamkeit, aber ist auch scheißegal eigentlich. Solange ich die Bücher bekomme. Stimmt, ich habe so viele NPC-Dörfer schon gefunden. Vor allem die Bücherregale bringen so viel Geld. Und wie? Erst wollte ich diese Tränke bei den Normannen verkaufen, ne? Aber die sind bei den Byzantiter das Doppelte wert. Für 12 Bücher krieg ich 1 Smaragd. Leck mich. Noch irgendwo ein Fuzzi. Das lohnt sich doch. Boudin Noir? Was ist los? Boudin Noir, das wollte doch so ein Vogel, glaube ich, aus meinem Dorf. Ach, das ist nur so ein Ding. Ich könnte jetzt hier direkt Karotten mitnehmen, aber das habe ich nicht nötig. Kannst du mir ein paar Karotten mitnehmen? Ich bin voll. Hast du nichts Unwichtiges im Inventar? Ja. TP dich doch her, wenn du willst. Ich darf bin ich hier. Aber in beiden NPC-Dörfern war bis jetzt noch kein Schmied. Das macht mich ein bisschen traurig. Das ist hier irgendwo ein Schmied. Ich hau ab. Nö, hier ist keiner. So. Also jetzt habe ich so viele Bücher. Jetzt kann ich. Wow. Verdammt! Reicht das Holz jetzt wieder nicht? Habe ich hier irgendwo Holz im Baumaterialien? Sakura. Ach komm, das verdaddle ich jetzt. Solange ich das tolle Holz hier nicht verdaddle. Sakura ist jetzt nicht so besonders. So. Aus dem nördlich vom NPC-Dorfer Wale, das könntest du dir da ja auch mal wegholen. Ja, kann ich mal machen. Sein, du bist da gar nicht mehr so wild drauf. Doch, ein bisschen noch. Ah, ich bin übelst angegeilt, gerade da ich zwei Bienenhäuser habe. Jetzt. So, mal schauen. Tropische wird hier gar nicht angenommen, ne? LOL! Die geht hier? Ich bin in dem... Okay, das ist interessant. Tropische werden in... Meadows angenommen. Und morastige? Oh! Glaube ich gar nicht. Kann gar nicht sein. Bitte, die geht gleich wieder aus. Ich setze Blumen
erst geht's, dann setze ich Blumen hin und plötzlich steht da keine Blumen. Stumpf. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich dir nicht zu viele Bücherregale verkaufe. Ein paar will ich für mein Enchanting Table behalten. Jetzt haben die bestimmt alle. Das wäre fies. Ey, wenn ich so einen Zettel hab, normannische Gegenstände, was bringt mir das? Das ist ein Infozettel, da kannst du drauf gucken, was du... Ja, das informiert dich, was man so macht. Ja, ist ja schwul. Geht die Mission? Oh, die Mission geht noch. Das ist gut. Warum kann ich den nicht anklicken, Mann? Hey, ich kann den nicht anklicken, Mann. Da steht die Mission drauf, aber ich kann den nicht anklicken. Da passiert nichts. Leck mich doch, da habe ich jetzt eben Wassereimer. Wollte ich mir sowieso mal bauen. Ach, was soll's. Das ist voll schwierig, einer von denen zu werden. Ja. Ich meine, manche, die sitzen den ganzen Tag faul auf ihrem Arsch. Ich gebe denen übelst viele Sachen und trotzdem haben die einen höheren Status. Das ist doch gemein. So eine Scheiße. Also ich mag mich. Ich mag mich auch. Und dich auch. Oh, danke. Ich mag dich nicht. Ah, jetzt bauen die erst X-Lana. Warum stand er denn? Das ist schon gebaut. Wo bauen die das denn überhaupt hin? Da, X-Lana. Altes Haus. Ich habe ein altes Haus gekauft. Und das bauen die jetzt. Ein altes Haus. No shit. Sherlock. Cool, cool. So. Komische Berichte. Naja, den kümmert's annehmen. Ich habe jetzt einen Eimer bekommen und hol den mal eben. Damit kann man Eisen generieren, wenn man Eller von... Kannst. Was? Dass du so viel Mission machen kannst. Ich kann viel ist gut. Das ist scheiße einseitig. Das sind zwei Missionen, die ich hier machen kann und das 30.000 Mal. Ja, ich kann gar keine machen. Das ist scheiße. Beliebtester Händler. Leck mich. Ich habe Zuckerrohr für dich mitgenommen. Ich habe hier ich auf brauch was keins gesehen. Mehr. Was? Ich habe den jetzt alle Bücherregale verkauft. Dank dem NPC-Dorf habe ich das jetzt nicht mehr nötig. Da waren 7 Bücherregale drin. Du Wanker. Oh. Ach, jetzt will der auch keine Blumen mehr, oder was? Das braucht Jonas hat Hoffnung. Jonas hat ein kleines Häuschen entdeckt. Ich wette, das ist nur wieder eine Enttäuschung. Aber ich meine, muss ein Alchemist nicht immer so richtig fett sein, aufgepimpt? Keine Ahnung. Oh, kann das auch so eine kleine Hütte sein? Ein verrückter Vogel in so einer Hütte. Max Enchanting. Ein Bücherregal noch, dann kann man Level 30 enchanten bei... Weil das ist ja komisch, weil ich hab den ja rechtsklick gemacht und stand der Quest erfüllt. Was wollen die denn noch? Weiß ich nicht. Gab's keine Belohnung? Nö. Du Armer. Das ist nur die Zantita. Hä? Scheiße, die Bienen haben mich gestochen. Da kriegt man Vergiftung. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. WTF. Soll ich jetzt deswegen immer einen Imkeranzug anziehen oder was? Sieht so aus, ne?
Au. 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 Drauf. Au. Au. Kann man an der Vergiftung sterben? Weiß nicht, aber an den Stichen. Oh, die Vergiftung ist vorbei. Schade. Ich bin voll bösartig irgendwie. Ja. Ich werde mir noch irgendwas ausdenken, um dich mich zu rächen. Ich bin schon genug gestraft. Stimmt. Ich sollte mal wieder in den Chat den Befehl eingeben, dass du kein Pech mehr hast. Ach nix. Oh, das wäre fies, aber das geht nicht. Ah, schon. Hätte ich auch nicht gemacht. Ja. Dann würde es aber auch bedeuten, dass jetzt die Strähne vorbei ist. Nö. Ich hätte das weitergemacht. Ich glaube, ich muss mir eine Dia-Axt bauen. Ja, glaube ich auch. Kann ich meine Dia-Schulden auch mit Gold begleichen? Joa, 4 Gold, ein Dia. Ich weiß gar nicht, ob ich Gold momentan brauche. Anderer Salz. Kann ich euch mal sehen, ne? Also Gold kann ich auch ganz gut gebrauchen, wegen den Ornamenten später. Dann ja, wollen die noch steckeweise, wenn ich Pech habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du es so eilig jetzt hast, ne? Den Diamanten. Warte mal ganz kurz. Das ist so ein kleiner Bug bei den Nitrado-Servern. Wenn man was zu schnell abbaut, dann kommen die nicht hinterher. Manchmal. Und dann warte ich immer einfach. Nein, dann ist das so, als wäre der Block noch da, man kann ihn nicht abbauen. Oh, das kann ich nicht mehr. Und also man sieht ihn nicht, aber. Treibsand! Warte mal, das ist schlecht. Nein, ich bin reingegangen! Du musst versuchen, dich schnell rauszubauen, sonst stirbst du. Oder die TP ist dich weg. Aber das wäre ein bisschen fies. Oh. Alter, ich so cool treibt dann geh da rein. Ah. Dreck. Pflaume, ey. Ja, das bist du. Das ist hier übelst gefährlich, der Scheiß. Mhm. Ich meine, ich konnte nicht so richtig abbauen. Ich weiß doch, dass er 3 oder gar 4 Block tief ist. Und irgendwie an der Seite konnte ich auch nicht so schnell bauen. Und bin schon ein armer Junge. Mhm. Sollte man sich mal sammeln und vor die Haustür setzen oder so. Ja. Eichenholz braucht ihr? Spacken ihr? So, verkaufe ich dir mal Bücher und Sexy Galva. Freund des Dorfes. Ich sag nix. Das ist der Brunnen, ernsthaft? Obwohl, ne, irgendwie... Oh, ein Dorfbewohner ist da reingesprungen. Kommt er da nicht wieder raus? Doch, irgendwann haut er da wieder ab. Wenn die schlafen gehen oder so, dann TP't er sich da raus. Oh, wird gerade Nacht. Du bist ein Hexer, du wusstest das. Warum steht bei Bücherregal wieder 0 von 8? Das ist jetzt mein altes... Ach, das ist noch nicht fertig. Ich wollte mich schon beschweren. LOL, die haben mir da jetzt einen Ofen und eine Truhe... 2 Öfen, 2 Truhen und eine Crafting Box reingestellt. Ist ja gechillt. LOL. Ich habe schon lange was angefordert, aber es wird mir gar nicht gebaut. Nee, du musst erst andere Sachen finanzieren. Das kommt erst später, wenn die ein paar Anfangssachen gebaut haben. Sehe ich ja gar nicht ein. Das letzte Haus ist so episch meistens. Ich kenne das zwar nur bei den Hindus, aber das ist richtig episch immer.
Wieso, was ist denn das? Ein Riesentempel oder? Nein, aber ziemlich großes Haus. Das ist meistens zweistöckig. Okay. Und manchmal auch so noch ein Keller. Beim Hindu-Dorf hatte das, glaube ich, noch einen Keller. Warum kennst du das denn nur beim Hindu-Dorf? Weil ich, weiß ich auch nicht, weil ich immer nur mit den Hindu-Dörfern rumprobiert hatte. Fürs Let's Play habe ich immer mal mich vorher ein bisschen informiert. Aha. Da hat sich schon so viel geändert seit der Version. Hm, das stimmt. Was ist es, wenn ich Diamanten abmache? Ich mir glaube ich, wäre eine Dia-Spitzhacke oder ein Dia-Harnisch? Weiß noch nicht. Ich glaube, ein Diaharnisch ist mir wichtiger als eine Diaspitzhacke. Lol, warte mal, das ist ja in 1.7 richtig scheiße, wenn man Verbrennung auf dem Schwert hat. Wieso? Ja, wenn du Creeper anzündest, dann explodieren die. Echt? Zum Beispiel mit dem Feuerzeug. Ist das, das ist mit dem Schwert so? Da nicht so, das kann ich nicht sagen. Aber ist das ab ja 1.7 so? Ja, man, wenn du mit dem Feuerzeug zum Beispiel da rumstehst und Creeper auf dem Creeper rechtsklick machst, dann fängt das an und dann fängt das an zu brennen und explodiert. Es kann natürlich sein, dass es nur mit dem Feuerzeug so ist, aber dann habe ich mich eben geirrt, aber wer weiß. Ne? Hi. Gut, dass du gerade jetzt nicht schlafen willst, weil ich bin hier gerade etwas abgelenkt. Ich auch. Ich sammle gerade Holz an der zukünftigen Stelle meiner Jagdvilla. Ich bin gerade an 3 Villen am Bauen, fast 4. Und dann an 2 Dörfern. Weißt du, wie anstrengend das ist? Ein bisschen? Ein bisschen viel. Und genau da, wo meine Villa hinkommen soll, die heißt Storm's End, vom Hause Baratheon. Ist so ein Battle Tower. Mhm. Ich wüsste, wie der sich von alleine abbaut, aber da müsste ein ganz mutiger, tapferer Mann hinein. Das bin ich. Ich bin eine Marde. Ist nicht wert, die Gegenwart mit dir zu teilen. Ich glaube, das sagst du jetzt einfach nur so, wenn ich dann fertig bin und alle Türme, die es hier gibt, abgeklappert habe, dann bin ich für dich wieder ein Loser aus der Nachbarschaft. Das bist du auch jetzt nur, ich sag's ja nicht mehr. Du! Jetzt hast du verschissen. Ach, komm schon. Meinst du das auch nicht so? Ich mach den Turm kaputt. Ha, ich hab das doch gemeint. Ich hab dich nur verarscht. Hey, magst du da vielleicht rein? Nein. Wieso nicht? Weiß nicht, vielleicht nachher. Bist du irgendwie fies oder? Bist ein Fieser, ja, ne, du? Dass du überhaupt noch fragst. Ja, ne? Bist ein ganz, ganz fieser bist du. LOL, ich hab einen Creeper aufs Dorf zugeschubst und der ist einfach verschwunden. LOL, ja, so geht's auch. Mann, verpisst euch, ihr Schnorrer, hier die Creeper zu kaufen. Creeper sind wie Zeugen Jehovas, ne? Die kommen angeschlichen und dann wird man sie nicht mehr los. Tja. Nee, eigentlich sind Creeper nicht wie Zeugen Jehovas. Sie sind wie, die sind nicht nervig genug, ne? Die sind wie Taliban, die kommen angeschlichen, machen Bumm und ja. Sie sind weg und das meiste, was man liebt, ist auch weg. Manchmal sogar man selber. Ja. Wer ist denn die Zeugen Jehovas? Die spreng ich auch weg. One-Hit Schweine, ich bin so stark. Ist ja schön. Vielleicht mache ich mal aus Rückschluss 1. Rückschluss, also ich habe auf meinem Diamantschwert Schärfe 5 und ich one-hit die ganze Zeit Monster. Lol, bist du schlecht. Nein, du. Ich mach dich mit einem halben. Oh, stell dir mal ein Normannenschwert vor mit Schärfe 5.
Hab ich schon gehabt, damit braucht man 2 Schlag, um Enderman die 40 Lebenspunkte zu ziehen. Stimmt, das hattest du ja gesagt. Mit Glück one-hittet man Zombies manchmal nicht ganz, aber bei Endermaner braucht man immer nur 2 Schlag. Das ist echt heftig. Das ist richtig heftig. Deswegen werde ich mir auch nach dem Diamantschwert hier auf jeden Fall nochmal ein Schwert zulegen, weil die so heftig sind. Die sehen zwar nicht so geil aus wie ein Diamantschwert, aber die sind richtig heftig halt. Oh, so viele Steine, Mann. Wehe, die kaufen keine mehr, ne? Oder ich meine, also kaufen tun sie sehr, aber wehe, die brauchen die nicht mehr. Ja, dann kannst du ja bei mir ablagern. Ganz ehrlich, wir hätten hier mal, wie heißt, ich hab's gleich. Ender. Ich komme da irgendwie nicht drauf gerade. Keine Ahnung, diese verbesserte Form von Endertruhen, diese Mod hätten wir hier mal raufhauen sollen. Dann hätten wir uns auch gegenseitig mal was geben können. Ja, wir können auch normale Endertruhen bauen. Ja, aber die hat man immer nur selber, das Inventar. Ach ja, ah, ich weiß, was du meinst. So, etwa rund 2 Stacks Dreck wieder gemacht.